Was ich aber komisch fand, eben, warum haben meine Tarnsteine gefühlt nichts gemacht? Das war so ein bisschen komisch. Nein! Oh, was zum Geier? Warum habe ich Team... Warum ist, war das jetzt Team 2? What the fuck? Weiß nicht, ob das mit Aquana so eine gute Idee ist. Macht der eine Pflanzenattacke, dieser Bastard? Und das macht er nur, um meine Schwäche auszugleichen. Ja, direkt Terra-Ausbruch, klar. Lass mich raten, es macht jetzt genau 2 KP mehr als die Hälfte. Oh, komm schon! Schwuchtel, ey. Entschuldigung. Sein Ficklöwe hat bestimmt auch sowas wie Dingsbums. Feuerfänger. Er macht halt immer meine Aquana-Pflanze zunichte. Ja, siehst du? Siehst du? Na klar, es wüsstest du genau, dass ich Säurespeier mache. Klappt sogar tatsächlich. Ah, wieder so ein One-Hitter, ey. Warum machen alle immer maximale Geschwindigkeit und Damage? Ist ja immer das gleiche, theoretisch. Vielleicht will er deswegen Level 50 machen. Von wegen, er hat nicht so viel Level 100er Pokémon. Hahaha. Thank you.
War bestimmt so eine. Ja. Gut, war sowieso nur ein KP. Ja, brauchst du gar nicht anfangen. Strategie ist nicht mehr so drin. Zu mir sage ich, ich bin Suchti, ne? Ja, sowieso so ein One-Hitter. Kannst du vergessen. Da kann ich doch nichts machen gegen das Vieh. Wenn ich so oft Kreideschrei mache, wechselt der Lappen doch wieder. Ich sehe einfach keine Möglichkeit oder keinen Sinn dahinter, aktuell Schutzschild einzusetzen. So. Trotzdem wird dem Vieh nicht so viel Schaden. Der wird es auch wechseln, oder?
So, wollen wir mal. Vielleicht kann ich ja was reißen. Muss schneller sein. Alter, nach Tara! Übel! So, Nachthara schlägt sich tatsächlich richtig gut. Der kam bestimmt eine Kampfattacke, um mich zu one-hitten. Und ist schneller als ich. Ah, Überreste haben sie echt genervt, ey. Hahaha! 8 KP! Holy shit! Auch wieder so ein One-Hitter. Ich setze jetzt gleich Bauchtrommel ein und macht mich mit Spezialangriff fertig. Obwohl, da müsste ich jetzt Schmarotzer einsetzen. Das hat er auch nur gemacht, damit der wieder seine seinen Spezialangriff bekommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Damit der mich mit Draco Meteor wieder platt macht.
Aber warum? Normalerweise müsste sein Spezialangriff so auch sinken, tatsächlich. Kann ich weniger Mondschein einsetzen? Alter Nachthaare! Rockt den Justin im Alleingang, ich weiß nicht warum. Oder wie? Soll ich es probieren? Ja, komm. Mit Bauchtrommel etc. passiert ist. Wundere ich mich tatsächlich. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, was Nachthaare gemacht hat. Ich habe trotzdem mehr verloren, okay?